Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es wieder was mit Zucchini, aber immer was anderes. Schaut, ganz volle Teller habe ich ausgebacken und so sieht es aus. Zucchini in Teigmantel. Dazu würziger Joghurt oder Quark, sehr lecker. Oder kann man auch Tomatensalat machen. Das passt auch dazu. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute die gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Ihr werdet es nicht bereuen. Schmeckt sehr gut. So Zucchini zu bereiten ist immer wieder sehr, sehr lecker. Es kann man mit dem Joghurt, Kräuterjoghurt dazu servieren oder Kräuterquark dazu servieren. Oder einfach Tomaten obendrauf machen oder sogar aufs Brot legen und zum Beispiel mitnehmen. Und das wollen wir heute auch mit Kindern an See gehen. Und dann habe ich gedacht, mache ich uns zu Picknick solche Zucchini. Erstmal Zucchini schneiden wir. Mache dir das, die nicht so lang sind. Ende abschneiden. Dann auf die Hälfte. Und die Kerne sind wirklich sehr dünn, deswegen muss ich die nicht rausnehmen. Schneide erstmal Stückchen ab, dass ich bessere Scheibchen habe. Und die Scheiben werden wir nicht zu dünn schneiden. Ja? So ungefähr so 7-8 mm können sie ruhig sein. So. Und geben in eine Schale. Zucchini habe ich natürlich schon abgewaschen und abgetrocknet. So, Zucchini habe ich jetzt geschnitten. Jetzt werden wir die noch würzen. Mit Cayenne, Pfeffer und Chili habe ich so eine Mischung. Ich glaube, ich muss die größere Schüssel nehmen. Schwarze Pfeffer. So 2-3 Knoblauchzehen. Und dann auch Salz. Und werden wir das alles schön ein bisschen vermischen. So gut wie es geht. So, Zucchini habe ich es einigermaßen verrieben und stellen wir an die Seite. Und jetzt bereiten wir auch noch einen Teig. Dafür nehme ich 2 Eier. Salz. Und ein bisschen Cayennepfeffer. Kann man auch die anderen Gewürze dazu geben. Oder ein paar Kräuter auch. So, dazu füge ich Kefir. Kefir habe ich heute abgesiebt. Und mal schauen, wie viel geben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Esslöffel, ich denke, wird das schon reichen, weil wir haben auch etwas mehr von Zucchini. Und wenn es ein bisschen Teig übrig bleibt, kann man einfach nur Teig ausbacken. Und dazu geben wir noch Mehl. Das ist ein Esslöffel. Gebe ich erstmal so 4. Und dann schauen wir. Es soll so ein dickflüssiger Teig entstehen. So sieht unser Teig aus. Ich denke, ein Esslöffel muss ich noch dazu geben. Aber dann habe ich noch überlegt, dass der Teig etwas gelber wird, gebe ich ein bisschen Kurkuma dazu. So, und noch ein Esslöffel von dem Mehl. Und dann können wir schon an den Herd gehen und unsere Zucchini ausbraten. So, der Teig ist fertig. Schaut ihr, was für so eine Konsistenz von unserem Teig. Nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Und wenn ihr merkt, dass der Teig etwas zu dünn, dann gebt ihr ein bisschen Mehl dazu. Oder wenn es euch ein bisschen zu dick geworden ist, dann gebt ihr ein bisschen ein Esslöffel Kefir dazu. Was wir noch brauchen, ein Teller mit dem Mehl. Weil wir werden unsere Zucchini erstmal in Mehl tauchen. Und dann noch in unserer Teig.
und dann gleich auspacken. So stellen wir uns die Pfanne auf den Herd und geben wir etwas Öl. Und lassen wir das Öl erstmal richtig heiß werden. So, schauen wir. Ja, es wird schon heiß. Habe ich jetzt die schon in den Mehl gewählt. Und jetzt brauchen wir nur in den Teig oder mit Gabel oder mit den Händen und dann gleich in den heißen Öl. Den Herd habe ich jetzt gestellt auf die mittlere Stufe, dass es nicht so schnell verbrennt. So, schauen wir. Ja, das sieht schon gut aus. Drehen wir um. Wenn notwendig, ein bisschen Öl dazu geben. Und dann, wenn ihr umgedreht habt, decken wir mit Deckel zu, dass es langsamer brät und dass die Zucchini auch gar werden, dass die etwas auch weicher werden. So, es sind ungefähr fast 2 Minuten. Schmoren wir. Schaut ihr. Oh, das sieht gut aus. Wenn ich durchsteche mit meiner Gabel, ist richtig schön angenehm weich. Nicht roh, merkt man. Schön rausnehmen. Lecker. Schaut ihr, wie schön aussieht. Und durch das wie Kurkuma reingemacht sind, haben, dann es sieht so gelb aus. Wirklich. Sehr gut. Bisschen Öl und machen wir es mal weiter. Und so brate ich erstmal alle meine Zucchini und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut, was für so eine Leckerei. Und für diese Wetter. Bei so einer Hitze ist es richtig schöne Sommermittagessen. Es wird man auch satt. Und dazu gibt es dann Kräuterjoghurt. Habe ich ein bisschen so angerührt, ein bisschen Gewürz, kann man nach Geschmack, ein bisschen Minze dazu. Und dann können wir jetzt auch mal probieren. Nehme ich von den ersten, weil die dann nicht so heiß sind. So, und schaut, meine Lieben. Kann man dazu auch gleich Quark oder Joghurt drauf geben? Schaut. Sehr, sehr lecker, liebe Freunde. Wirklich. Und das möchte ich gerne heute an See nehmen mit meinen Enkelkindern. Kann ich schön in die Dose packen, die Joghurt in eine Büchse und an See gehen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!